Welches Video hat am meisten Geld gebracht? Wofür saßt du im Gefängnis? BTM-Handel in nicht geringen Mengen, Freiheitsberaubung, Körperverletzung. Eine halben Tonne Marihuana. Wie oft onanierst du am Tag? Hättest du gerne Haare? Wart ihr schon mal im Puff? Was verdient ihr mit Beast Kitchen im Monat? Wie groß ist euer Penis? Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter und heute wieder mit einer Beichte. Und zwar die Beichte der Beast Kitchen. Dazu zählt einmal der liebe Charo, den ihr natürlich alle kennt, weil der steht vor der Kamera. Aber dazu gehört auch der liebe Tristan. Schön, dass du hier bist, weil Tristan ist das ganze Gesicht hinter der Kamera. Stellt euch mal vor. Ich bin Tristan, 27, Fotograf, Content Creator. Ahmed Sharif, man kennt mich unter Charo45, seit neuestem auch auf YouTube und eigentlich leidenschaftlicher Bodybuilder, Hobbysportler, gelernter Maurer und ein bisschen Habserfahrung. Habserfahrung? Ja. Dazu kommen wir noch. Wie sieht's aus bei euch? Verheiratet, Kinder? Bin nicht verheiratet, aber ich habe ein Kind. 18 Monate. 18 Monate, noch ja. Ganz jung. Geschieden, zwei Kinder. Zwei Kinder, wie alt? 5 und 2. Wie hat die Geschichte angefangen? Die Geschichte von Beast Kitchen. Tristan und ich, wir kennen uns eigentlich seit über 10 Jahren. Ich hatte ein cooles Rap-Label gehabt, das nannte sich Ruhrpott Illegal. Ruhrpott Illegal? Ruhrpott Illegal, genau. Darunter war auch Fahrt gesigned. Echt? Und Snagger und Pillard, ja. War auch sehr erfolgreich. Und Tristan hat damals auch für uns schon Fotos und Videos gemacht. Ich hatte mir im Kopf gesetzt, Wettkampf-Bodybuilding zu machen. Ich habe mich vorbereitet auf den Wettkampf. Dann habe ich Tristan wieder nach langer Zeit mal in Gladbeck getroffen. Man hat uns so hin und wieder mal gesehen. Da hatten wir wieder, er hatte Zeit gehabt, ich hatte Zeit gehabt. Und dann habe ich gesagt, Tristan, hör mal zu, ich werde jetzt demnächst auf Bühne gehen. Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft in Berlin. Mich würde es freuen, wenn du mich begleitest und ein Video dazu abdrehen. Und vielleicht spiele ich mit den Gedanken YouTube zu machen, YouTube-Videos hochzuladen. Ich wusste damals nicht, wie ich das nennen sollte, wirklich, ob ich YouTuber oder was ich werden wollte. Ich wollte einfach ein paar Videos drehen. Ich gehe jetzt die Sache ran und werde YouTube machen. Hab das mit Tristan bequatscht und habe gesagt, ich will so Richtung Fitness gehen. Tristan meinte, ey, cool, klar, gar keine Frage, aber darfst nicht bedenken, es gibt wirklich viele und auch gute Fitness-YouTuber. Wie wollen wir da mithalten, wenn wir was machen? Wir müssen da was reinkriegen. Haben wir ein bisschen philosophiert und geschaut und haben gesagt, kochen kann ich gerne. Wir zaubern den Leuten gerne ein Lächeln ins Gesicht und so ist das gekommen. Ne? Welches Video hat am meisten Geld gebracht? Manuelsen. Ja, das kommt hin. Ja. Also ganz knapp mit Fresskick bei Khatar. Hat Fresskick auch ähnlich viel Geld gebracht. Und der CLK. Und der CLK. Genau, ich glaube, die CLK-Folge ist auch die stärkste Folge mit fast 500.000 Klicks. Genau, ja. Richtig. Grüße gehen raus. Manuel ist ein achler Mann. Wofür saßt du im Gefängnis? Fachlich ausgedrückt, BTM-Handel in nicht geringen Mengen plus Freiheitsberaubung, Körperverletzung. Das war's. Freiheitsberaubung? Ja. Körperverletzung. BTM-Handel in nicht geringen Mengen. Nicht geringe Mengen. Nicht geringe Menge. Sind über 10 Kilo, über 100 Kilo, über 1000 Kilo, über... Soll man das sagen jetzt? Also schau mal, wo die gekommen sind, lagen 33 Kilo rum. Die wurden direkt eingepackt. 33 Kilo Gras. Gras. Und auf der Anklageschrift 572 Kilo rückwirkend auf 3 Monate. Du hast in einem Quartal sozusagen, die haben sie dir unterstellt, dass du mit einer halben Tonne Marihuana gehandelt haben sollst. Ja. Also das soll bitte nicht verherrlichend klingen. Auch wenn ich jetzt so ein Lächeln im Gesicht habe, ich möchte nicht, dass das verherrlichend rüberkommt. Das ist einfach so abstrakt. Ja, das ist krank. Ja, also das ist krank. Wenn man sich das mal vorstellt. So viel kann ich, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr wegrauchen. Ich glaube, wir drei würden das nicht mal schaffen. Nee. Außer wir fangen jetzt an und hören nie wieder auf. Vielleicht dann. Müssen wir aber alt werden. Womit hast du dir im Knast die meiste Zeit vertrieben? Lesen. Lesen? Ja. Lesen unterschiedliche Bücher. Ich habe den Medicus gelesen, ich habe Totenhöfer gelesen, ich habe auch Tysons Biografie gelesen. Also wirklich unterschiedliche Lektüre. Wie lange saßt du im Gefängnis? Fast 6 Jahre. Wenn du 6 Jahre im Gefängnis sitzt, wie oft onanierst du am Tag? Boah, einiges. Einiges. Also, das ist ja 6 Jahre, keine Frauen, nix. Ja, warum? Zum Schluss kannst du Besuch empfangen. Also du gehst du so in Langzeitbesuch, ja, und dann hast du so mehr Ruhe. Da kannst, es gibt auch JVAs, wo du mit auch übernachten kannst, wo dein Besucher auch übernachten kannst. Mittlerweile gibt es sowas auch. So eine Sammelzelle dann? Oder? Nein, nicht Sammelzelle, das ist dann so familiär eingerichtet. Sowas gibt es auch. Deine krasseste Stoffstory. Meine krasseste Stoffstory. Meine krasseste Stoffstory? Ja. Boah. Okay. Haltet euch fest, ich war 17, 18,
Damals habe ich mich nicht getraut, selber zu initiieren. Ja, ohne Scheiß, bin da zum Arzt gegangen. Ich habe gesagt, komm hier, drück mir einen ab. Mittlerweile, ey, also nichts falsch verstehen, ne? Bin zum Doktor gegangen, habe gesagt, hier, hau mir die bitte mal im Hintern rein. Und dann hat er angesetzt, haut rein, auf einmal höre ich die Stimme von meinem Vater. Da musste ich schnell so Gardine zuziehen. Ich so, ey Doktor, und die Nadel, und mal, du kennst das, wenn der Hintern verkrampft, der Muskel schon voller Anspannung ist. Ja, das war so. Also dein Vater war beim gleichen Arzt. Der war auch beim gleichen Arzt, aber war nicht abgemacht. Ich bin direkt nach der Arbeit da hingegangen. Ich so, hier, Doktor, jag rein, und ich bin sofort wieder weg in 5 Minuten. Ja, ja, alles klar, der schiebt gerade rein. Dann höre ich meinen Vater, ich so, scheiße, ich natürlich Schweißausbrüche bekommen, Muskeln verspannen, und der, hey, bleib locker, ich so, was, bleib locker, mein Papa und so. Du bist Libanese, ne? Ja, ja, ja. Mein Vater hätte mir direkt erstmal einen durchgematcht. Der Arzt hätte ja auch direkt einen mitbekommen. Wie war das bei dir, Schauro? Wie bist du so in die Kriminalität damals reingerutscht? Also ich bin relativ früh abgedriftet. Ich bin relativ früh Vater geworden, und das war so ein Grund in meinem Leben, dass ich so ausreißen musste. Damals war ich nicht so weit, dass ich das mit meinen Eltern und meiner Familie kommunizieren konnte. Mhm. Ich habe keinen anderen Ausweg gefunden außer Flucht. Ja, ich bin abgehauen von zu Hause, und das hat mich so auf die schiefe Bahn gebracht. Seid ihr gläubig? Alhamdulillah. Sicher. Ich nicht. Nicht? Nein. Was war das meiste, was ihr in einem Monat an Geld ausgegeben habt? Und für was? In einem Monat? In einem Monat. Boah, das ist eine Frage, das ist schwer zu beantworten, weil zu diesen Haram-Zeiten, sage ich mal so, ich habe gar nicht geguckt, was wie teuer ist. So, das war mir eigentlich scheißegal. Wenn mir was gefallen hat, bin ich reingegangen, hab's gekauft. Ich hatte nie den Hang gedacht, so Hang gehabt, nach dieses extreme, ich sag mal so, diese extrem Haute Couture Modelabel Marken, ja. Aber wenn mir was gefallen hat, habe ich das gekauft. Meine Rolex. Ich bin mal ein schönes Auto. Ich habe schöne Uhren. Autos hatte ich jede Menge gehabt. Und, also ich habe ein sehr krankes Hobby gehabt früher. Das war wirklich Autos. Echt, ja? Ja, also zu meiner Haram. Du hast auch eine Autovermietung sogar, ne? Ja, ich hatte auch eine Autovermietung gehabt. Ja, ja, auch schöne Autos. Autos, ja. Ich bin ab mein meistes Geld damals so von Haram ging immer auf die Autos drauf. Es gab Zeiten, wenn wir jetzt vom Geldverprassen reden, da habe ich dreimal am Tag getankt. Folter, Weepower. Aber warum? Erstens, weil der Wagen viel geschluckt hat. Hast du so viel gefahren? Nee, der Wagen hat, also ein Volltank hat mich auch nur 100 Kilometer weit gebracht. Wieso das denn? Weil er krass umgebaut ist. Was war denn das für ein Auto? Das war ein Black Series, CLK 63, umgebaut auf ein CLK 63? Black Series. Du hast einen 80-Liter-Tank, also du hast 80 Liter in 100 Kilometern weggebracht? 65 Liter waren das. Der Black Series hat nur 65 Liter Tank. Und wenn ich den voll getankt habe, kam ich nur 80 bis 90 Kilometer mit. Wenn ich den getreten habe. Wenn ich denn normal gefahren bin, waren so 150 Kilometer. Wie viel PS hatte der? Knapp 1000. 1000 PS? Ja, da gibt es auch einen Vlog zu. Ah, echt, ja? Ja, ja. Schauro trennt sich von dem 4-5 Düsenjet. Okay. Das tat weh, wirklich, das tat weh. Das war, wie gesagt, ich habe viele Autos gehabt, sehr, sehr viele Autos gehabt, aber das war mein Baby. Das war mein Baby. Das war Spitzengeschwindigkeit? Ich selber persönlich, 3,45. Ach, da haben wir davon geredet. 3,45 auf der Autobahn, das war bei Bad Bentheim, A31. Und in Kontidrom in Hannover 3,67. Wo hast du das meiste ausgegeben in einem Monat? Das meiste habe ich tatsächlich, glaube ich, so für Equipment und sowas ausgegeben. Was war das so? Vielleicht mal so 10.000 bis 12.000 Euro im Monat. Okay. Was war denn das meiste, was ihr generell, jetzt nicht YouTube, sondern generell, mal in einem Monat verdient habt? Auch mit Haram, ne? Auch mit Haram. Okay. Bei mir waren es, glaube ich, auch, da hatte ich einen guten Auftrag, und der hat mir 14.000 eingebracht, das war in einem Monat. Sehr schön. Ja. Stabil. Ich hatte Glanzzeiten gehabt. Jetzt kommt's. Wahrscheinlich. Ich hatte Glanzzeiten gehabt. Ich habe am Tag mindestens 10 Kilo Weed verkauft. An jedem Kilo ist mir so ein Tausender übergeblieben. Und das ging von montags bis freitags permanent durch. Und wir reden vom Minimum 10 Kilo. Ich habe jetzt vom Minimum gerechnet. Und ich habe jeden Tag Minimum 10 Kilo verkauft, wo mindestens ein Tausender an ein Kilo dran liegt. Ich glaube, auch Tage, da habe ich 20, 25 Kilo verkauft. Also mal so 100, 150k ist realistisch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Wir suchen Verstärkung im Team Volta. Schreib uns deine Bewerbung. Kameramann, Cutter, und wenn du dann noch Fotograf bist, bist du jetzt schon eingestellt und zuverlässig und motiviert und natürlich sehr kreativ. Da bist du jetzt schon eingestellt. Also meldet euch. Was ist das Ziel
von Beast Kitchen. Mein Ziel ist es mit Beast Kitchen. Ich sag dir auch, warum ich wirklich mit Beast Kitchen angefangen habe. Ich bin rausgekommen, bevor ich reingegangen bin, haben viele junge Leute, die nach mir kamen, diese Generation, die haben immer, deswegen sage ich bitte, immer nicht nachahmen oder sonst irgendwas oder verherrlichend wirken. Die haben immer so verherrlichend auf mich hinaufgeschaut. Mhm. Wenn ich mit einem Lambo um die Ecke kam, wenn ich die neueste Uhr anhatte, ey, die immer am Feiern, die Jungs, ja. Ich habe zu dieser Zeit auch genossen, es war geil. Verstehst du, ich meine, ich kam in die Hut rum, überall stehen nur Golfs, du kommst mit Lambo an, alle die Kids so, ey, weißt du was, der King, hast noch jeden so einen Zehner in die Hand gedrückt, hast dich feiern lassen, so. War ein schönes Gefühl, ja. Und, El Presidente. So ungefähr, mhm. Verstehst du, ich meine, dann kommst du raus und dann merkst du diese Jugendlichen, wenn du sagst, ey, hier, guck dir das mal an, so Nike-Treter oder Diesel, Replay-Pulli, nein, muss nur noch dieses Label sein, wenn nicht dieses Label, ist das alles Schrott. Und ich habe es bei mir gerade im Familienkreis gemerkt, so ich kam an diese Jugend nicht mehr heran. Ich bin rausgekommen, ich habe gesagt, nein, ich deal nicht mehr, das ist scheiße, Jungs, ich habe daraus gelernt. Und dann war auf einmal auch die Bindung weg zwischen denen. Verstehst du, wie ich meine? Weil die so als Vorbild gesehen haben und du die dann enttäuscht hast. Genau, genau. Und jetzt komme ich raus, jetzt sage ich denen, ey, gibt's nicht mehr. Und so, dann, so haben sie sich schnell wieder ein anderes Vorbild gesucht, ja, was die gefeiert haben. Und alles heutzutage nur noch Dilly Dean, Action Jackson, weißt du, ich meine, ich kann das nicht mehr hören. Um da auch wieder dann so ein Draht aufzubauen zu dieser Jugend, also ich rede erstmal nur von meiner Familie. Aber wie gesagt, ich muss was machen, für mich persönlich, dass ich die wieder so ein bisschen erreichen kann. Und da habe ich mich wirklich intensiv auf Bodybuilding konzentriert. Und ich habe denen gezeigt, guck mal, ey, heutzutage auch jeder zweite, Entschuldigung, nicht angegriffen fühlen Leute, ist aber so, die haben auch alle nicht gerade mehr die feinste, tollste Figur. So wie das bei mir früher in der Jugend war. Wir waren früher rank und schlank, aber ich war flink wie ein Windhund auf dem Spielplatz, richtig hoch, runter, Attacke. Flink wie ein Windhund. Jetzt sitzen sie alle, haben so eine leichte Büffelhüfte, die können den Controller und jedes einzelne Game besser aufzählen, wie was weiß ich was. Und ich habe gesagt, ich muss was machen, wie ich nicht nur die Jungs aus meiner Familie erreiche, sondern auch eine größere Community. Ich will durch Beast Kitchen einen neuen Trend setzen und dieser neue Trend soll einfach heißen, Kochen ist das neue Feiern. Darunter verstehen wir einfach positive Vibes. Das ist das, was ich wirklich mit Beast Kitchen erreichen will. Ich werde jetzt nicht ganz ins Detail gehen können, aber wir möchten auf jeden Fall irgendwann ein Gelände haben für uns, wo wir ein Restaurant haben, wo wir Leute empfangen können und eigene Wirtschaft. Genau, eine eigene Wirtschaft, vielleicht einen kleinen Hofladen, vielleicht auch ein paar Sachen selber erzeugen so und auch damit wieder Kindern und Jugendlichen das alles näher bringen, so dass man auf Qualität von Lebensmitteln achten sollte, dass man auch vieles selber machen kann, so denen zeigen, wo das herkommt. Und ja, das ist so unser Hauptziel eigentlich, dass wir irgendwann so ein kleines Restaurant, einen Hofladen, alles drumherum haben. Du hast ja gesagt, du bist gläubig. Gibt es da nicht so Konflikte mit dem, was du früher gemacht hast? Absolut. Mit dem, was du vielleicht absolut auch deinem absolut Körper an Substanzen zuführst? Absolut, auch heute. Schaut mal, ich weiß viele, ich schätze euch und ich küsse euer Herz. Ich habe viele auch aus meiner Community, die mich so auf mich heraufschauen, die mich so ein bisschen so als die sehen mich als Vorbildfunktion, aber ich finde, die gehen auch über dem Maß hinaus. Die sehen mich so ein bisschen so als Onkel Hodger. Verstehst du, ich meine, ich danke euch erstmal wirklich für dieses Vertrauen, aber ich selber, ich bin immer noch nicht der vollkommene Muslim. Ja, ich versuche meine Religion so weit es geht auszuleben und zu praktizieren, aber ich bin noch nicht so weit, sag ich mal, dass ich sage, alles dafür verzichtest. Genau, verstehst du, ich meine, also worauf ich schwer verzichten kann, ist, wenn ich irgendwo auf der Autobahn viel am Fahren bin und ich sehe das große M-Zeichen, verstehst du, ich meine, dann muss ich anhalten, mir auch ein Big Mac reinziehen, verstehst du, ich meine, weil ich einfach so Verlangen darauf habe. Auch wenn er nicht halal geschlachtet ist. Aber eins, ich weiß, wovon ich moralisch abwiegen kann. Ich weiß, Alkohol ist nicht mein Ding, werde auch nie mein Ding sein, aber im Big Mac habe ich Bock drauf, den gönne ich mir den. Aber man muss einfach abwiegen. Man muss für sich persönlich selber abwiegen, aber ich denke mal im Großen und Ganzen so das Moralische, ich denke, ich vertrete gute Werte. Hättest du gerne Haare? Nein. Nein, habe ich ja auch schon mal dazu was gesagt. Ja. Da können Sie sich in deinem Video anschauen, wo wir trainiert haben. Stimmt. Ja, schau, da gibt es die Antwort für. Wann hattet ihr eure letzte Schlägerei? Vor 2 Jahren war das bei mir. Vor 2 Jahren? Alten Essen. Da war, glaube ich, auch 8 Strafen mal oder so. Echt? Ja, da gab es irgendwie 8 und Abführ. Ja? Warum? Warum? Wieder diese Familiengeschichten. Familie hier, Familie da. Und ruckzuck hast du. Ich bin kein Clan-Mitglied oder ich kenne auch keine arabische, libanesisch-arabische Familie, die ein Clan ist. Wir sind einfach nur Großfamilien. Wir haben halt immer 7, 8 Geschwister oder die anderen haben 15 Geschwister, sind ja eine Großfamilie.
Da wurde schnell aus einer kleinen Scheiße direkt so ein ganz großes Thema gemacht. War eigentlich so ein interner Cousin-Stress. Ja, und man hat daraus eine ganz große Sache. Wart ihr schon mal im Puff? Safe. Ich war im Puff, aber um ein Musikvideo zu drehen, was nie rausgekommen ist. Auf. Boah, wirklich, das habe ich sogar für deinen Bruder gedreht. Ja. Mit Vero Bass, mit Vero Bass und Audrey Kingston. Sehr gut. Ja, Mann. Erzählt mir eure peinlichste Sexgeschichte. Boah, ich kann dich jetzt hier nicht rausmachen. Dann wird das Video direkt ab 18. Ja, gut. Ich glaube immer, ich stelle es ab 18. Boah. Ey, nee, das meinst du, hier komm. Ja, klar. Boah. Ist mein Problem, erlaube ich dir. Die Alte hat extrem gemüffelt. Ja. Die Alte hat extrem gemüffelt. Da war mir dann auch peinlich, der zu sagen, so, ey, ich pack deine Sachen, verschwinde. Hast du trotzdem durchgezogen? Nie im Leben. Nie im Leben. Fürs Team? Nee, nichts fürs Team. Ich habe ihr gesagt, ey, ich wusste erstmal nicht, wie ich ihr das sagen sollte. Ich habe es ihr auch nicht gesagt. Ich habe dann einfach so ein Telefonat inszeniert. Also, dass ich mein Telefon gesehen habe, gesagt, ich muss jetzt ganz schnell abhauen. Echt? Ja, ja, das ging. Aber du hast sie ausgezogen? Nee, es kam nicht dazu. Er hat schon so gerochen. Boah, ey. Ja, das war Abturner hoch 3. Abturner hoch 3. Echt? Ja, ja. Ich bin nicht zurückwärts rausgelaufen. Ja, wow. Ich will jetzt nicht genau erzählen, wie es in der Detail kam, aber peinlichste war wirklich, die Alte hat gemüffelt bis zum geht nicht mehr. Aber ich hatte auch mal so eine Geschichte. Ja. Ja, das war schlimm. Kerftenduft oder Arschwasser? Nee, das war schlimm. Ich war, glaube ich, 15 oder sowas und meine damalige Freundin, die hatte keinen Schlüssel für ihr Zimmer bekommen von ihren Eltern. Und dann mussten wir immer sie hatte irgendwie so ein Holzbrett oder sowas im Zimmer rumfliegen. Drunter unter die Genau, unter die Türklinke. Mussten sogar noch ein, zwei Bücher drunter legen, damit das lang genug ist. Und das haben wir auch dann gemacht. Und ihre Schwester war unheimlich neugierig, was wir da machen. Die war ein bisschen jünger. Und die ist dann irgendwann mit einem Lineal unter der Tür her, hat dann die Bücher weggestupst. So, ja, sodass dann diese Latte umgefallen ist. Wir haben uns erst erschreckt. Und danach ging direkt die Tür auf und die Schwester stand da in der Tür. Und das fand ich echt sehr unangenehm, weil sie war, glaube ich, 10 oder sowas. Was hat die Schwester gesagt? Gar nichts. Sie hat einfach so, als wäre nichts gewesen, die Tür wieder zugemacht. So, für uns war das super peinlich. Und am nächsten Tag ist ihre Mutter mit meiner damaligen Freundin in den Baumarkt gefahren und sie hat ein neues Schloss für ihre Tür bekommen. Was verdient ihr mit Beast Kitchen im Monat? Momentan. Nur mit Sponsoren, YouTube. Das leben momentan 3 Familien davon. 3 Familien. Mhm. Und wir investieren sehr viel. Wir investieren sehr viel. Das beantwortet aber auch nicht meine Frage. Okay, einen kleinen Hint gebe ich noch, aber so, da sind wir dann doch zu deutsch, glaube ich, als dass wir so exakte Zahlen auf den Tisch hauen. Es ist im grob, so grob. Sag mal, was verdient ihr durchschnittlich im Monat? Durchschnittlich, grob. Wir oder Umsatz? Umsatz mit Sponsoren, YouTube. Über 10.000 auf jeden Fall. 10.000? Über 10.000, ja. Okay, das ist schon mal. Und jetzt kommen wir zur allerletzten Frage. Die Frage muss ich euch leider stellen. Wie groß ist euer Penis? Breiter als die Disco. Breiter als die Disco. Ja. Und was ist deine Antwort? Abschließend ist das eine gute... Ich hoffe, dieses kleine Interview hat euch gefallen. Ihr könnt auch gerne den Kanal von Charo abchecken, denn da läuft jetzt gerade gar nichts. Nee, noch gar nichts. Ab Mittwoch kommt online ein Video von mir und Charo beim Wettessen, das, was wir heute auch gemacht haben hier. Ihr seht am Sonntag noch ein gemeinsames Training und die Folge Beast Kitchen auf Charos Kanal, jeweils bei Charo um 20.45 Uhr. Ja. Und ich bitte euch, abonniert diesen wunderschönen Kanal, auch von Charo. Die Jungs brauchen 200.000 Abonnenten, da machen sie eine Fahrradtour nach Berlin. Und ich möchte wahnsinnig gerne, dass sie diese Fahrradtour im Winter machen. Im Winter machen und nicht im Sommer. Deswegen brauchen wir diese 200 Abonnenten wirklich schnell. Deswegen bitte ich euch, diesen wunderschönen Kanal zu abonnieren. Meinen natürlich auch. Und wenn dieses Interview euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Folgt den Jungs und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen bei...